Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Bauarbeiten an der Hohenfelder Bucht laufen auf Hochtouren. Was geschah bisher und was passiert als nächstes? Das zeigen wir Ihnen in der zweiten Folge des Baustellenkickers. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Baustellenkickers von der Hohenfelder Bucht. Seit Anfang 2020 wird der Bereich rund um die Bucht umgebaut. Inzwischen hat der Landesbetrieb Straßenbrücken und Gewässer die Baustelle und alle Umleitungen eingerichtet. Für Fußgängerinnen, Fußgänger und Radfahrende wurde eine provisorische Brücke errichtet. Sie bietet jetzt schon einen Vorgeschmack auf die künftige Brücke. Sicher getrennt vom Kfz-Verkehr und mit viel Platz für alle Verkehrsteilnehmenden. Als nächstes ist die alte Straßenbrücke auf der Alsterseite an der Reihe. Sie ist marode und wird abgerissen. Anschließend wird der erste Teil des Tunnels unter der Sechslingspforte abgebrochen und neu gebaut. Wir reißen die beiden Straßenbrücken nacheinander ab, um den Verkehrsfluss während der Bautätigkeiten zu gewährleisten, von allen Seiten auf den Kreuzungsbereich zu. Wir bauen ja insgesamt drei neue Brückenbauwerke, davon eine G-Radwigbrücke. Die erste Brücke wird nächsten Jahres fertiggestellt und die beiden anderen in 2024. Hier im Hintergrund sehen Sie das Tunnelbauwerk, welches wir abreißen werden. Hier steht im Endzustand ein lichtdurchfluteter Durchgang Richtung Alster. Trotz aller Schwierigkeiten, die wir schon hatten während der Bautätigkeiten, befinden wir uns nach wie vor im geplanten Zeitraum. Über den weiteren Baufortschritt informieren wir Sie in unserem nächsten Beitrag. Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf der Website des LSBG. Auf Wiedersehen beim nächsten Baustellenkicker hier an der Hohenfelder Bucht.